Ein herzliches Willkommen, Herr Premierminister. Ich freue mich, Sie erstmals hier in Deutschland willkommen zu heißen. Ihr Besuch ist ein ganz besonderer Auftakt einer Südostasienwoche hier in Berlin mit mehreren hochrangigen Besuchen aus dieser wichtigen Weltregion. Der Indo-Pazifik-Raum ist von großer Bedeutung für Deutschland und die Europäische Union, und wir wollen die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit deshalb intensiv vertiefen. Deutschland unterhält bereits enge wirtschaftliche Beziehungen in die Region. Malaysia ist der wichtigste Handelspartner von Deutschland in ASEAN. Und das ist etwas, was eine große Bedeutung hat, weil es mit viel Direktinvestitionen im Land verbunden ist, aber eben auch mit all dem, was an ökonomischem Austausch daraus folgt. Diese Partnerschaft wollen wir gerne weiter ausbauen. Und das gilt natürlich gerade im Hinblick auf die Zielsetzung, unsere ökonomischen Beziehungen in aller Welt weiter zu diversifizieren. Wir wollen eben mit vielen Ländern gute ökonomische und politische Beziehungen haben. Eine engere Zusammenarbeit wünschen wir uns auch bei den Fragen des Klimaschutzes und dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Deshalb sind wir sehr froh über die Ankündigung Malaysias, auf den Neubau von Kohlekraftwerken zu verzichten und den Anteil der erneuerbaren Energien dramatisch zu erhöhen. Das ist etwas, das wir sehr wichtig finden. Malaysia und Deutschland sind gefestigte Demokratien, und wir bekennen uns alle beide zum Multilateralismus und zur Einhaltung des Völkerrechts. Deshalb ist es auch richtig, dass wir unsere sicherheits- und verteidigungspolitische Zusammenarbeit vertiefen. Die Verteidigungsministerien arbeiten bereits an den notwendigen Kooperationsabkommen. Wir haben uns natürlich auch unterhalten über die Entwicklung im Nahen Osten, die Entwicklung in Gaza, die Situation nach dem Überfall der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger. Es ist kein Geheimnis, dass unser Blickwinkel auf den Nahostkonflikt anders ist als anderswo. Umso wichtiger ist es aber, sich miteinander auszutauschen. Wir sind uns jedenfalls einig, es muss mehr humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen. Und das ist auch unsere klare Aufforderung an Israel, dass jedes Recht hat, sich selbst gegen die Hamas zu verteidigen. Eine Bodenoffensive auf Rafah halten wir nicht für richtig. Ein wichtiger Schritt wäre jetzt auch ein Waffenstillstand, der länger anhält. Am besten noch während des Ramadans, der ja nun begonnen hat und wo wir gemeinsam heute das Fastenbrechen vollzogen haben. Ein solcher Waffenstillstand sollte dazu beitragen, dass die israelischen Geiseln freigelassen werden und dass, wie gesagt, mehr humanitäre Hilfe in Gaza auch ankommt. Wir haben auch eine ganz klare Position, was die langfristige Entwicklung betrifft. Nur eine Zwei-Staaten-Lösung kann dauerhaften Frieden, Sicherheit und Würde für Israelis und Palästinenser bringen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir alle gemeinsam dafür arbeiten, dass eine gute friedliche Perspektive, eine dauerhafte gemeinsame Zukunft von Israelis und Palästinensern möglich wird, eben indem zwei Staaten gut miteinander und nebeneinander existieren. Natürlich ist die Welt von vielen weiteren Konflikten und Kriegen gezeichnet, ganz besonders dem dramatischen Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat. Es ist ein furchtbarer Krieg mit unglaublichen Verlusten. Auch Russland hat für den imperialistischen Eroberungswahn des russischen Präsidenten bereits viele, viele Menschenleben geopfert. Das ist gegen jede menschliche Vernunft, und deshalb verurteilen wir beide den russischen Angriffskrieg. Auch das ist wichtig, hier noch einmal festzuhalten. Der Indo-Pazifik ist von großer Bedeutung für die weitere Entwicklung der Welt. Das gilt natürlich auch für all das, was an ökonomischer Entwicklung und Entwicklung der Staaten dort stattfindet. Ich begrüße deshalb die Bemühungen von Malaysia und der ASEAN-Staaten, Streitigkeiten friedlich beizulegen und Wege zu finden, wie das typisch wird für all das, was dort zu entscheiden ist. Jede Eskalation muss unbedingt vermieden werden. Frieden und Stabilität müssen eben immer und überall auf der Grundlage des Völkerrechts erhalten bleiben. Das gilt insbesondere für die Freiheit der Seewege und die Beachtung des UN-Seerechtsabkommens. Und deshalb sind auch die laufenden Verhandlungen über den Code of Conduct so wichtig. Nochmal schönen Dank, dass Sie am ersten Tag des Ramadans, jedenfalls für unseren Stand,
nach Berlin gekommen sind. Wir haben vorhin gemeinsam das Fasten gebrochen. Das ist für mich ein gutes Zeichen für das friedliche Miteinander und für den Zusammenhalt. Ich empfinde es als etwas ganz Besonderes. Ramadan Karim. Thank you, Chancellor. Herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler, lieber Olaf. Danke für die wundervolle Gastfreundschaft und dass wir uns heute zum Fastenbrechen treffen. Deutschland ist natürlich einer der wichtigsten Partner für uns in Europa. Wir haben einen riesigen Anstieg bei Handel, Investitionen gesehen. Große Investitionen wurden getätigt. Wir haben Siemens besucht. Infineon ist ein großer Investor in Malaysia und zeigt wirklich sein Vertrauen in das Land, in das System bei uns. Und es gibt viele weitere Beispiele an Unternehmen, die in Malaysia tätig sind. Und mir geht es natürlich immer darum, diese bilateralen Beziehungen bei Handel und Investitionen auszubauen, von ihrer Erfahrung auch zu profitieren, sowohl im Bereich der Technologie als auch bei den Fragen der Umwelt und des Klimaschutzes. Bei der Energiewende haben wir uns klare Ziele gesetzt. Wir haben einen Plan aufgesetzt, einen Aktionsplan, der auch im Einklang steht mit Ihrer Politik. Erneuerbare Energie, Ammoniak, grüner Wasserstoff, das verfolgen wir sehr aktiv. Und Malaysia ist auch glücklicherweise ein Hub innerhalb von ASEAN für diese erneuerbaren Energien und grünen Technologien. Wir begrüßen das deutsche Interesse hieran, auch bezüglich neuer Investitionen in den Bereich erneuerbare Energien und dem Klimawandel. Wir haben bei dieser Gelegenheit uns natürlich über diese Zusammenarbeit ausgetauscht. Und ich freue mich über die Bereitschaft des Bundeskanzlers, viele dieser Themen anzugehen. Manchmal haben wir kleine Unterschiede in der Sichtweise, aber es zeigt wirklich das Vertrauen, das wir ineinander haben. Beim Krieg in Gaza sind wir uns einig, dass die Kampfhandlungen aufhören müssen. Wir brauchen sofort einen Waffenstillstand. Und wir brauchen humanitäre Hilfe für die Menschen in Palästina, insbesondere in Gaza. Natürlich erkennen wir die Besorgnis an bezüglich der Ereignisse vom 7. Oktober. Und wir rufen auch die Europäer und insbesondere Deutschland auf, anzuerkennen, dass es 40 Jahre lang Gräueltaten gab, Plünderungen, Enteignungen von Palästinensern. Lassen Sie uns nun gemeinsam nach vorne blicken und ich stimme dem Bundeskanzler zu, was er gesagt hat bezüglich der Zwei-Staaten-Lösung. Frieden für beide Länder wird dadurch sichergestellt. So kann man gemeinsam sicherstellen, dass es wirtschaftliche Zusammenarbeit und Fortschritt gibt für die Menschen in der Region. Wir haben uns auch bezüglich des Krieges in der Ukraine positioniert. Wir haben uns völlig klar gegen die Aggression gestellt, gegen diese Eroberungsbemühungen. Das gilt für jedes Land und natürlich auch für die russische Aggression in der Ukraine. Wir wollen eine friedliche Lösung des Konfliktes, denn dieser Konflikt hat Auswirkungen auf den Handel und die wirtschaftliche Entwicklung, auch bis nach Asien. Wir haben eine friedliche Region. ASEAN ist die am schnellsten wachsende Wirtschaft in der Welt aktuell, weil es eben so friedlich ist, abgesehen von der Thematik in Myanmar. Aber das wird eingehegt innerhalb von Myanmar. Der Konflikt hat sich nicht auf die Region ausgebreitet, obwohl es natürlich Flüchtlingsbewegungen gibt. Gemeinsam innerhalb von ASEAN haben wir uns auf einen 5-Punkte-Konsens geeinigt und die Parameter, mit denen das Thema gelöst werden kann. Die ASEAN-Länder haben sich geeinigt, dass Laos, Malaysia und Indonesien die Troika gemeinsam führen und den Konflikt mit Myanmar lösen möchten. Dann gibt es weitere Themen wie das Südchinesische Meer und China. Ich habe
dem Bundeskanzler versichert, dass wir uns mit China, dass wir mit China gut auskommen. Wir haben keine schwierigen Zwischenfälle gesehen, aber wir sehen uns natürlich als absolut unabhängiges Land, auch natürlich ein kleines Land, aber wir stehen für unser Recht ein, mit vielen Ländern zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Menschen in Malaysia von diesen Mechanismen auch profitieren und von der Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Noch einmal ganz herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler, für dieses Treffen. Ich bin sehr beeindruckt von Ihrer Einsicht, von Ihrer Analyse der Situation. Das ist immer sehr beeindruckend zu sehen, was so ein großes Land wie Deutschland tut. Und es war auch gut, einige unserer Besorgnisse mitzuteilen. Ich freue mich über die gute Zusammenarbeit. Es geht nicht nur um Handel und Investitionen, es geht auch insgesamt um den Ausbau der bilateralen Beziehungen in allen Bereichen. Und ich habe dem Bundeskanzler gesagt, dass es auch ein weiteres Projekt gibt, das in Malaysia guten Anklang findet. Ich habe eine Frage an den Premierminister. Können Sie uns etwas zu den Fortschritten bei den deutschen Investitionen in Malaysia sagen? Und können Sie etwas sagen zu den Herausforderungen für die Regierung beim Umschwung auf erneuerbare Energien in Malaysia? Und Herr Bundeskanzler, die Frage ist, 2022 haben Sie über die Zeitenwende gesprochen im Bereich der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Aber wenn Sie jetzt auf Asien blicken oder Südostasien, wie sieht Deutschland, Malaysia in Bezug auf bilaterale Bedeutung, Handel und auch regionale Themen? Vielen Dank. Ja, innerhalb der Europäischen Union ist Deutschland unser größter Handelspartner. Sie haben große Investitionssummen getätigt, bis zu 50 Milliarden Dollar. Und in unseren Diskussionen, und ich habe ja Infineon schon angesprochen und viele andere führende deutsche Unternehmen, wir freuen uns sehr darüber, dass Sie Malaysia ausgewählt haben als wichtiger Hub, als Exzellenzzentrum, als Ausbildungszentrum in der Region. Und ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit in diesem Bereich. Natürlich haben wir auch, oder habe ich auch angesprochen, dass Ausbildung ein Schwerpunkt sein sollte. Wir haben 1.000 Studenten hier in Deutschland auch, einige hunderte Deutsche in Malaysia. Darüber freuen wir uns auch sehr. Wir arbeiten mit vielen deutschen Unternehmen zusammen, um Menschen auszubilden und die Zusammenarbeit zu verstärken. Bei der erneuerbaren Energie haben wir wichtige Schritte ergriffen. Wir investieren in Solarenergie, grüne Energie und in unsere Exportkapazitäten für erneuerbare Energien. In der neuen Hauptstadt von Malaysia wird es ein Unterseekabel für grüne Energie nach Singapur geben und eins wird auf die Halbinsel Malaya führen. Da sehen Sie also, dass Datenzentren und auch künstliche Intelligenz in Malaysia wachsen und gedeihen. Die Frage zunächst mal, die Zeitenwende liegt in dem russischen Angriff auf die Ukraine. Das ist die Aufkündigung einer Verständigung gewesen, die wir in den Vereinten Nationen in der ganzen Welt miteinander gefunden haben, nämlich dass mit Gewalt keine Grenzen verschoben werden. Und der russische Angriffskrieg hat genau das zum Ziel, das eigene Territorium als großes Land auf Kosten des Nachbarn zu vergrößern, mit einem furchtbaren Krieg. Das können wir nicht hinnehmen, nicht in Europa, auch nirgendwo sonst auf der Welt. Und deshalb ist es auch richtig für uns, dass wir die Ukraine unterstützen, dass wir dies auch sehr umfassend tun. Deutschland ist nach den USA der größte Unterstützer finanziell, aber auch was Waffenlieferungen betrifft, und in Europa bei weitem derjenige mit den größten Anstrengungen, der Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung zu helfen. Aber es berührt eine Frage, die für die ganze Welt wichtig ist. Wer sich ein bisschen in der Geschichte der Welt auskennt, und die ist bunt und zahlreich, der weiß, dass wenn irgendwo irgendein politischer Führer sitzt und in Geschichtsbüchern blättert und sich überlegt, wo denn früher mal Grenzen waren,
es dann viele, viele Jahre Krieg in der ganzen Welt geben wird. Wir müssen zu diesem Grundsatz zurückkehren, dass wir die Grenzen, wie sie sind, akzeptieren und nicht mit Gewalt ändern. Das ist das, was die Grundlage ist für den Frieden und die Sicherheit in der Welt. Und deshalb sind wir auch gemeinsam hier sehr klar. Für Deutschland bedeutet das aber nicht, dass wir unsere eigene ökonomische Entwicklung, die Entwicklung Europas und der Welt darüber aus dem Blick verlieren. Und wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, spielt gerade für die von mir geführte Regierung und für mich als Kanzler Deutschlands es eine große Rolle, dass wir jetzt einen neuen großen Anlauf nehmen, die Beziehungen zwischen Nord und Süd neu aufzustellen, dafür zu sorgen, dass wir auf Augenhöhe miteinander kooperieren in politischer Hinsicht, dass wir gemeinsam an der Zukunft der Welt arbeiten, aber dass wir auch alles dafür tun, dass die ökonomischen Wachstumsmöglichkeiten und Potenziale vieler Regionen in der Welt auch maximal ausgeschöpft werden. Und deshalb spielt auch die ökonomische Kooperation zwischen Europa und Asien, zwischen Deutschland und Asien, zwischen Deutschland und Malaysia eine so große Rolle. Und wir wollen gerade in den Feldern, die wir eben hier schon benannt haben, vorankommen. Die erneuerbaren Energien sind dabei ganz zentral. Wir wissen, wir müssen den Wohlstand der Menschen in der Welt steigern. Milliarden Menschen wollen einen ähnlichen Wohlstand haben, wie er für viele in den Ländern des Nordens schon möglich gewesen war in den letzten Jahren. Und wenn das gut gelingen soll, gelingt das nur, wenn wir dabei die Umwelt nicht schädigen. Und deshalb ist der Ausbau der erneuerbaren Energien so wichtig. Dabei entstehen auch neue, interessante ökonomische Möglichkeiten, etwa in den Fragen Wasserstoff, Ammoniak, das ist genannt worden. Denn für die industrielle Perspektive der Zukunft wird es auf mehr Strom ankommen, den wir brauchen für wirtschaftliche Prozesse und das aus erneuerbaren Energien, und auf Wasserstoff als ein Ersatz für viele Prozesse, für die wir heute Gas, Kohle oder Öl einsetzen. Und das voranzutreiben, gemeinsam Wohlstand überall in der Welt darüber zu schaffen, das ist eine gute Sache. Dass die deutsche Halbleiterindustrie, das erfolgreiche Unternehmen aus Deutschland im Elektronikbereich, so viel investieren in Malaysia, ist ein gutes Zeichen für unsere Zusammenarbeit. Wir wollen das vertiefen. Thank you, Prime Minister. Vielen Dank, Herr Premierminister. Ihre Regierung unterstützt die Hamas und hat, anders als westliche Länder, die den Angriff der Hamas auf Israel nicht als Terrorismus bezeichnet. Im November haben Sie gesagt, die Hamas sei keine terroristische Organisation. Bleiben Sie bei dieser Einschätzung und fürchten Sie nicht, dass diese Position zur Hamas die Beziehungen mit Ländern wie Deutschland beeinträchtigen könnte? Die Frage, glauben Sie, dass die Position Malaysias zur Hamas das bilaterale Verhältnis beschädigen kann zwischen Deutschland und Malaysia? Und wenn Sie erlauben, noch eine Frage zur Ukraine. In Deutschland wird weiter die Diskussion über die Lieferung von Marschflugkörpern in die Ukraine geführt. Die Außenministerin hat gestern gesagt, dass ein Ringtausch mit Großbritannien eine Option sei, also dass Deutschland Taurus-Marschflugkörper nach Großbritannien schickt und Großbritannien dann seine Storm Shadow-Marschflugkörper in die Ukraine. Halten Sie das auch für eine Option? Well, thank you. Vielen Dank. Unsere außenpolitische Position ist ganz klar und hat sich nicht geändert. Wir stehen gegen Kolonialismus, Apartheid, ethnische Säuberung und Enteignung, egal in welchem Land sie stattfindet, in der Ukraine oder in Gaza. Wir können nicht 40 Jahre Gräueltaten und Enteignung einfach auslöschen oder vergessen, die dazu geführt haben, dass es eine Wut gab und auch Taten gab seitens der betroffenen Gesellschaften. Unsere Beziehungen mit der Hamas betreffen den politischen Flügel der Hamas. Und dafür werden wir uns auch nicht entschuldigen. Diese Zusammenarbeit hat auch geholfen, Bedenken anzubringen bezüglich auch der Geiseln. Wir haben keine Verbindungen zu irgendwelchen militärischen Flügeln, das habe ich bereits gesagt, gegenüber meinen europäischen Kollegen und auch in den USA, obwohl wir einige unterschiedliche Sichtweisen haben. Aber auch
Der australische Nationalkongress hat lange vor den Europäern oder Amerikanern anerkannt, dass diese Apartheidspolitik abgeschafft werden muss. Deswegen haben wir uns auch so positioniert. Wir müssen verstehen, was das Grundproblem dieser Sache ist. Die Menschen haben, wir können nicht zulassen, dass die Menschen ausgeplündert werden, ihre Häuser weggenommen werden. Das muss gelöst werden. Bin ich dafür, dass Menschen, dass Kinder getötet werden? Auf gar keinen Fall. Nein, niemand darf das tun. Das ist die Konsistenz in unserer Politik. Ich bin aber gegen diese Obsession, dieses Narrativ, als ob das ganze Problem am 7. Oktober beginnt und endet. Es hat nicht mit dem 7. Oktober angefangen und es endet auch nicht dort. Das begann vor 40 Jahren und geht auch heute noch weiter. Vor diesem Hintergrund, das habe ich auch dem Kanzler gesagt, lassen Sie uns jetzt nach vorne blicken. Wir haben ein Problem. Wollen wir uns jetzt mit der Geschichte auseinandersetzen, mit den Gräueltaten, die geschehen sind, oder wollen wir jetzt das Problem lösen? Und das Problem jetzt lösen heißt, die Kampfhandlungen müssen eingestellt werden, das Töten muss aufhören und dann kann die ganze internationale Gemeinschaft, Deutschland, Malaysia, alle Nachbarstaaten sicherstellen, dass es keine Gewalt mehr gibt, von keiner Gruppe ausgehend. Gegen niemanden, keine Muslime, Christen oder Juden. Die Menschen müssen in Frieden leben können. Vielen Dank. Ich habe es eben schon gesagt und wiederhole es gerne noch einmal. Deutschlands Position ist klar. Israel hat jedes Recht, sich gegen den terroristischen Angriff der Hamas zu verteidigen. Und das haben wir in den letzten Tagen, Wochen und Monaten immer klar gemacht. Und dabei bleibt es auch. Darauf kann sich auch Israel verlassen. Gleichzeitig haben wir klare Positionen für die weitere Entwicklung. Und die sind ja benannt. Ich will das noch einmal sagen. Wir wollen, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza gelangt. Wir wollen, dass die Geiseln freigelassen werden, bedingungslos. Wir wollen, dass es keine unnötigen Opfer gibt. Und deshalb haben wir sehr klar gesagt, welche Formen der militärischen Kriegsführung mit dem Völkerrecht vereinbar sind und was wir schwierig finden. Ich habe mich zu Rafah geäußert und zur Notwendigkeit einer langen friedlichen Perspektive mit einer Zwei-Staaten-Lösung, die es möglich machen, dass Palästinenser in Gaza und Westbank friedlich leben können, in einem eigenen selbstverwalteten Staat neben Israel als Demokratie in der Region, die und wo die Bürgerinnen und Bürger Israels sich auch auf uns verlassen können. Das ist die Perspektive, für die wir arbeiten und um wie es jetzt geht. Und deshalb ist das etwas, wo wir trotz der unterschiedlichen Bewertung über die konkrete Frage ansonsten dafür arbeiten, dass es eine friedliche Perspektive gibt, was notwendig ist. Was ich zur Frage der Unterstützung der Ukraine bei ihrer Verteidigung zu sagen habe, will ich gerne noch einmal wiederholen. Deutschland ist mit großem Abstand das Land, das am meisten Unterstützung für die Ukraine zur Verfügung stellt. Finanziell, aber auch was Waffenlieferung betrifft. Alles zusammen an bisherigen Lieferungen und zugesagten Lieferungen geht es um 28 Milliarden Euro, 30 Milliarden Dollar. Das ist eine erhebliche Summe. Und wir haben alles mobilisiert, damit die Ukraine von uns die notwendige Unterstützung bekommt, mit Munition, mit Artillerie, mit Panzern, mit Luftverteidigung aller verschiedenster Art, die auch hocheffizient ist und sehr geschätzt wird. Und unsere Unterstützung ist verlässlich und kontinuierlich. Die Ukraine weiß das und wir hören immer wieder, wie sehr diese große Unterstützung dort auch geschätzt wird. Was das eine Waffensystem betrifft, bin ich der Meinung, dass es nicht angesichts seiner Wirkung, angesichts der Art und Weise, wo es eingesetzt werden kann, nicht ohne Kontrolle genutzt werden kann, dass aber eine Beteiligung deutscher Soldaten nicht vertretbar ist, auch nicht von außerhalb der Ukraine, und habe deshalb gesagt, dass ich nicht den Einsatz für vertretbar halte und dass es deshalb weder um direkt oder indirekt geht, sondern darum, dass wir klar sind, was diese konkrete Frage betrifft. Und meine Klarheit ist da. Das ist meine Aufgabe als Kanzler und als Regierungschef hier, mich präzise zu äußern und keine missverständlichen Erwartungen zu wecken. Und entsprechend klar sind auch meine Antworten. Als nächste Frage.
Good evening, Excellencies. Guten Tag, Exzellenzen. Halisa aus DW3 Malaysia. Sie haben beide die Situation in Gaza angesprochen, darüber, dass man nach vorne blicken muss, eine Zwei-Staaten-Lösung. Aber wie viel Einfluss kann dieses Treffen haben für einen humanitären Waffenstillstand? Nun, Deutschland ist ein wichtiges Land in Europa, hat gute Beziehungen mit Israel aufgebaut und wir haben etwas bessere Beziehungen zu Palästina, zu der palästinensischen Autonomiebehörde und auch zu Hamas, zu politischen Hamas. Andere arabische Länder, Nachbarstaaten von Palästina und Israel tun, was sie können. Und wir sollten da auch etwas positiver sein. Es ist natürlich eine chaotische Situation, eine unsichere Lage. Es gibt keine leichte Lösung. Die Palästinenser haben viel gelitten. Die Netanyahu-Regierung war auch sehr klar in ihrer Haltung. Es gibt keine einfache Lösung. Wir müssen das Töten Unschuldiger auf beiden Seiten stoppen, das Töten von Zivilisten. Wir brauchen jetzt einen dauerhaften Waffenstillstand und am Ende eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist auch möglich, wenn die internationale Gemeinschaft den Mut aufbringt und die Entschlossenheit. Ich habe gesagt, manchmal ist man wirklich niedergeschlagen, wenn man das Gefühl hat, dieser Fall ist moralisch bereits verlassen worden, dass es keinen wirklichen Willen gibt von allen Ländern, den Krieg zu stoppen und eine Lösung zu finden. Ich bin mir sicher, dass die internationale Gemeinschaft dass die Länder des Nahen Ostens, die internationale Gemeinschaft, Deutschland und die anderen Beteiligten diese friedliche Lösung wollen. Wir hätten uns alle gewünscht, dass mit dem Beginn des Ramadan auch ein Waffenstillstand, der länger anhält, begonnen hätte, der mit der Freilassung der Geiseln durch die Hamas verbunden gewesen wäre und auch mit einer Ausweitung der humanitären Hilfe, die nach Gaza gelangt. Das gesagt haben, geht es jetzt darum, dass das möglichst bald zustande kommt. Das wäre, glaube ich, für alle Menschen ganz wichtig und kann dann die Perspektiven für weitere Entwicklungen dann auch schaffen. Und darum geht es jetzt. Da sind wir einig mit allem, was wir tun, mit der amerikanischen Regierung, mit der Europäischen Union und auch überall in der Welt versuchen viele, wir haben es hier gehört, aber auch die Nachbarstaaten in diese Richtung zu arbeiten. Was wir verändern müssen, ist eine Eskalation des Krieges. Und wir warnen auch davor, dass Iran oder die iranischen Proxys in diesen Krieg sich weiter verwickeln, als das jetzt schon der Fall ist. Das muss jetzt bald gelöst werden. Und wie gesagt, wie das gehen kann, ist etwas, über das für mich, für die Europäische Union, für die USA, für viele andere große Klarheit existiert. Und auch hier das Jahr ist das ja gemeinsam genannt worden. Die letzte Frage. Michaela Küfners von der Deutschen Welle. Prime Minister, Herr Premierminister, Sie haben gesagt, man solle die Geschichte hinter sich lassen, aber für die israelischen Geiseln ist der 7. Oktober immer noch die Gegenwart und auch für ihre Familien. Bezüglich der Gespräche, die Sie mit der politischen Führung von Hamas führen, worüber sprechen Sie und wie viel Hoffnung haben Sie, dass diese Geiseln bald freigelassen werden? Und können Sie auch etwas sagen über das, was Sie am 7. Oktober gesehen haben und die Tatsache, dass diese Geiseln immer noch durch diese terroristische Gewalt festgehalten werden? Herr Bundeskanzler, Sie haben vor kurzem den Papst getroffen, der ja jetzt Kontroversen hervorgerufen hat mit seinen Äußerungen zur weißen Flagge, was die Ukraine so verstanden hat, als wie der Außenminister gesagt hat, dass die Kirche hier quasi sich so verhält wie zu Anfang des 20. Jahrhunderts, also dass die Kirche damals nichts gegen Nazi-Deutschland getan hat. Wie reagieren Sie auf die Äußerungen des Papstes?
Ja, danke. Ich habe meine Meinung bereits klar geäußert. Man kann nicht einfach über die Gräueltaten der letzten 4 Jahrzehnte hinwegsehen. Und man kann keine Lösung finden, indem man sich so einseitig verhält, indem man nur auf ein bestimmtes Thema schaut und 60 Jahre Gräueltaten einfach beiseite wischt. Die Lösung ist nicht einfach die Freilassung der Geiseln. Ja, die Geiseln sollen freigelassen werden, aber das ist nicht die Lösung. Wir sind ein kleiner Akteur. Wir haben gute Beziehungen mit der Hamas und ich habe dem Bundeskanzler gesagt, dass ja, ich auch möchte, dass die Geiseln freigelassen werden. Aber ist das dann das Ende? Punkt? Aus? Was ist mit den Siedlungen, mit dem Verhalten der Siedler? Nein, jeden Tag geht das weiter. Was ist mit den Enteignungen, ihre Rechte, ihr Land, ihre Würde, die Männer, die Frauen, die Kinder? Geht es darum nicht? Wo ist unsere Menschlichkeit? Warum gibt es diese Arroganz? Warum gibt es dieses zweierlei Maßmessen mit den einer Ethnie und mit den anderen? Haben sie eine unterschiedliche Religion? Liegt es daran? Warum? Da gibt es doch ein Problem. Ja, wir wollen, dass die Rechte von jedem einzelnen Menschen anerkannt werden, egal ob es ein Muslim ist, ein Jude oder ein Christ. Da bin ich ganz klar. Aber ich kann natürlich nicht akzeptieren, dass man das Thema nur auf einen Fall konzentrieren, auf ein Opfer. Und die tausende Opfer von ab 1947 einfach beiseite lässt. Ist die Menschlichkeit nicht relevant? Ist Mitgefühl nicht relevant? Das ist mein Punkt. Unterstütze ich irgendwelche Gräueltaten von irgendjemandem gegenüber irgendjemandem? Nein. Will ich, dass Geiseln gehalten werden? Nein. Aber man kann das Narrativ nicht so einseitig sehen. Sie können fragen, ob ich mit einigen Untergruppen nicht einverstanden bin. Aber so wird man das Thema nicht lösen. Wir müssen fair sein, gerecht und eine freundschaftliche Lösung finden, die gerecht ist, die fair ist. Noch einmal, was ich schon gesagt habe, Deutschland hat eine besondere und eine gute Beziehung zu Israel. Das ist für uns sehr wichtig und deshalb kann Israel sich auch auf uns verlassen. Wir haben eine klare Position über das, was jetzt notwendig ist. Dazu zählt die Freilassung der Geiseln, dazu zählt humanitäre Hilfe, dazu gehört die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung. Darüber habe ich schon gesprochen. Ich will das hier nur noch einmal erwähnen. Und für uns ist das auch wichtig. Wir haben die Staatsgründung Israels sehr unterstützt und entlang dieser Linie wird sich die Politik in Deutschland auch immer weiter entfalten. Was den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine betrifft, ist die Position Deutschlands sehr klar. Die Ukraine hat das Recht, sich zu verteidigen und die Ukraine kann sich darauf verlassen, dass wir sie dabei unterstützen mit vielen, vielen Möglichkeiten. Ich habe schon gesagt, dass wir sehr weit vorne anstehen, wenn es um den Umfang und die Qualität der Waffenlieferung geht, die wir zur Verfügung gestellt haben. Das ist auch richtig so. Und deshalb bin ich natürlich nicht einverstanden mit der zitierten Position. Meine Damen und Herren. Thank you.